Ja, hallo Leute. Ja, Markus Lanz hat es mal wieder probiert. In seiner süffisanten Art und Weise hat er versucht, eine Newcomerin wie Sarah Wagenknecht, die Gründerin BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht Gründerin, gemeinsam mit einer Journalistin namens Christina Dunz vorzuführen. Das ging sowas von dahin nach hinten los. Also, Sarah Wagenknecht konnte nicht so souveräner erscheinen in dieser Markus Lanz Talkshow vom 27. Juni 2024, sehr zu empfehlen. Denn da kommt auch noch ein Soziologe, Rai Kolmorgen, kommt zu Wort, und er erklärt den Ostwähler sozusagen. Und das mit Wissen, er lebt da selbst. Es ist sehr interessant, es kommen viele Dinge zur Sprache, die unsere Politik angehen. Und ich empfehle jetzt erstmal ganz kurz mal reinhören, damit ihr auch seht und dann den typischen Fingernagelkau von Herrn Lanz miterleben könnt. Also hier, bitteschön. Tausend Unterstützer, das freut mich sehr. Also Menschen, die sich eingetragen Aber haben auf unserer Mitglieder wirklich sind Webseite. 600, 700. Ja, wir möchten auch mehr bekommen. Also Wer darf da rein? Wie läuft das? Ich habe gelesen, das sei ganz handverlesen. es ist so, dass wir zum Beispiel in vielen Bundesländern zunächst mal Unterstützertreffen gemacht haben. Da bin ich auch hin und habe mich gefreut, was für tolle Leute wir dort haben. Aber natürlich versuchen jetzt die Landesverbände, die allmählich erst mal persönlich kennenzulernen. Und dann wird nach und nach eine Empfehlung ausgesprochen, wer aufgenommen wird, und die Menschen werden aufgenommen. Und viele, ja, Eine verstehe ich auch, Empfehlung. möchten. Ja, klar, weil sie die kennengelernt haben und sagen, der Also möchte man wirklich braucht einen unser Leumund. Man Programm. kann nicht einfach sagen, ich möchte Nee, Mitglied werden bei Ihnen, sondern genau. Sie brauchen eine Empfehlung. Wie in so einem Edelclub an der Hamburger Na, es geht Außenalster ja oder nicht um so. Edelclub. Es geht darum, eigentlich geht es um die Ehrlichkeit gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Also ich stehe ja auch mit meinem Namen dafür, dass hier ein bestimmtes Programm gewählt wird. Und ich möchte schon, dass die Menschen, die auf unseren Listen kandidieren und die unsere Partei tragen, dass die inhaltlich für das stehen, wofür ich auch stehe, weil das wählen ja die Menschen. Und ich meine, ich So, habe oft genug jetzt geht in das meiner vorherigen Fingernagelgekaul los. Biografie Wahlkämpfe gemacht. Am Ende Könnte Ihnen gab es das mal Fraktionen, jemand die wollten was ganz sagen? anderes, als ich Nee. wollte. Und wie gesagt, andere Parteien, also schauen Sie sich bei der AfD, die ist ja das klassische Beispiel dafür. Ja. Die Gründer der AfD sind irgendwann ausgetreten, weil sie gesagt haben, um Gottes Willen, was haben wir da gegründet? Das war gar nicht das, was wir wollten. Okay, Das möchte ich nicht erleben also und Sie das wollen möchten wir sozusagen, alle nicht Sie machen so erleben. einen Gesinnungstest quasi. Die Leute müssen, Sie müssen so eine Idee davon haben, was Sie denken. Ja, wer in eine Partei geht, bekennt Ja, sich ja zu einem ja. Programm. Und wie Und gehen Sie ich möchte, dann? dass das ehrlich für dieses Programm, diese Bekenntnis ehrlich ist und nicht nur es darum geht, irgendwo ein Mandat zu kriegen, Ja, weil und das ist ja mit Einkommen verbunden. wenn Das jetzt jemand ist. zum Beispiel gegen Abschiebungen ist. Ja, Herr Lanz, ich würde Sie, wenn Sie schon von Abschiebungen sprechen, ich würde Sie als Italiener vielleicht wirklich mal auffordern, eine Giorgia Meloni aus Italiens Regierungspräsidenten, komplett rechtsradikal, kann man sagen, einzuladen und dann die gleichen Fragen an Sie zu stellen, wenn das würden Sie sich nicht trauen. Sie sind gebürtiger Italiener. Sie sind aus einem Land, was rechts komplett faschistisch regiert wird, und Sie haben den Nerv, hier eine Frau, die komplett was Neues, die versucht, die Lücken von vielen Leuten, die einfach sprachlos sind mit dem, was jetzt abgeht, ja, sich darum zu kümmern.